7 Uhr am Dienstagmorgen, der hat mir ja gestern auf dem Lieferschein gezeigt, dass sie von 6 bis 11 Uhr da sind. Dann dachte ich, naja, wenn ich um 7 komme, da wird es passen, aber es ist einfach niemand da. Ja. Und dann sagt er noch Domani, Domani und zeigt auf die Uhrzeit 6 bis 11 und ich dachte, ja gut, okay, komme ich halt morgen um 7. Aber ihr seht, alles dunkel. Gut, in der Halle ist Licht, aber es kommt halt keiner raus. Es ist fast 8 Uhr, aber wirklich besser. Einer ist jetzt hergefahren hier. Alter. Naja. Naja, wäre ich mal vorgelaufen. Aber ich habe gedacht, in meiner Leichtsinnigkeit, dass sie bestimmt, wenn die Wenne mir schon gestern auf dem Zettel das gezeigt hat, dass sie bestimmt dann auch da sind. Da habe ich echt falsch gedacht. Wow. Es kam einer. Ja, vielleicht hätte ich einfach nur noch. Gut, ich hab um 7 geklingelt, aber da hat niemand aufgemacht. Ich habe das Gefühl, der war die ganze Zeit da, der Typ. Na, ihr kennt ja das Spiel als langjährige Diesel-TV-Zuschauer. Da habe ich echt 15 Stunden hier rumgestanden, um dann 5 Minuten hier abzuladen. Aber gut, jetzt mache ich mal hier Plusgrad rein. Weil ich jetzt bei dem Wein, den ich jetzt lade, da brauche ich warmen Auflieger. Da muss ich jetzt mal gucken, dass ich da nachher wahrscheinlich ziemlich abziehen muss innen, weil das sehr feucht sein wird. Aber das kriegen wir ja alles hin. Ja, ich hab in den Kommentaren wieder was gelernt, was ich auch nicht wusste. Ja, hier gibt es noch eine zweite Sonnenblende. Die war auch jetzt gerade bitter nötig. Also danke an die, ich glaube ein, zwei Leute haben es in die Kommentare geschrieben. Ich bin in Conegliano. Bin jetzt in Conegliano hier auf der Kundensuche. Also gut, ich war fast richtig. Ich soll jetzt irgendwie. Ah ja. Warte mal. Ich glaube, ich muss jetzt hier rein. Tja, ich stehe immer noch und lade. Das geht aber, Alter, also ich würde mal sagen, für eine Palette gefühlt braucht er 10 Minuten. Und dementsprechend sind jetzt auch meine Pläne, heute Abend zu Hause zu sein, am Arsch, weil das nicht mehr hinhaut jetzt. Und wenn es ganz dumm läuft, komme ich heute nicht mal mehr wirklich zum Fahren. Ja, hätte ich einfach eine, heute Morgen eine Stunde später angefangen, hätte ich das gewusst. Ja. Aber bist ja immer nur immer hinterher schlauer, ne? Da hätte ich nämlich die Wartezeit. Ja, aber es ist jetzt wie es ist. Also mal gucken. Da ist gerade irgendwer da gesagt, der muss jetzt ins Büro. Ich hoffe, der macht jetzt nicht noch Mittagspause. Bis um 14 Uhr, das wäre es natürlich. Also das kannst du auch echt keinem erzählen, wirklich. So ein Scheiß. Ich meine, die waren super nett und alles. Aber ich habe halt jetzt den ganzen Tag hier verbracht, mehr oder weniger. Gut, nicht ganz den ganzen Tag, aber
um 9 war ich ja, glaube ich, hier. Jetzt ist es 13 Uhr. Und das hat einfach nur, weil es es einfach so lang gedauert hat mit dem Laden, weil der auf jede Palette, es war alles bereit, es war alles fertig, aber er musste auf jede Palette so einen Kleber drauf machen. Und dann wurde er noch weggerufen, dann musste er dahin und dorthin und hierhin und dahin und dann war er mal weg und dann kam er wieder und dann, also Junge, Junge, Junge. Naja, naja, auf jeden Fall mein Plan heute Abend zu Hause zu duschen. Ja, das wird nichts mehr. Jetzt gucke ich einfach mal, wie weit ich noch komme. Gewichte passen soweit, ich habe 10 Tonnen auf der Achse. Perfekt. Und 20 Tonnen ungefähr geladen. Da habe ich dann also in Österreich auch keine Probleme, falls ich denn gewogen werden sollte. Und ja, jetzt fahre ich eben hier da Richtung Cortina. Ich muss natürlich jetzt höllisch aufpassen mit dem Wein, weil ich vorne Paletten einzeln stehen habe. Und ja, die sollte ich halt nicht umschmeißen. Das wäre ein bisschen schlecht. Deswegen jetzt mit dem, wie sagt man da, leichter Gasfuß, kein schwerer Gasfuß, ganz vorsichtig durch die Alpen durchzüngeln, weil da diese Strecke in Cortina ist ziemlich kurvenreich und so, da muss ich also, ja, wie gesagt, da muss ich echt aufpassen. Das ist hier Cortina, da bin ich ja schon mal durchgefahren mit dem Volvo damals noch. Jetzt ist aber deutlich mehr los. Das ist natürlich ein Wintersportort ist. Genau, da ist auch hier steht Cortina und die Olympischen Ringe.
Jo, nach einiger Gurkerei habe ich es jetzt wieder zurück auf die, oder noch nicht ganz zurück, aber nach vorne kommt jetzt hier wieder die Brenner-Autobahn. Na, gucke ich mal, wie weit ich jetzt heute noch komme. Also, Märklingen wäre geil, weil da kann ich normalerweise auch spät abends in dem Industriegebiet dann noch irgendwo mich reinmurksen, parkplatzmäßig. Aber ich muss halt, wie gesagt, schauen, ob es hinhaut. In der Theorie, ja. Aber ich hatte heute auch die Theorie, dass ich nach Hause komme. Wir haben Donnerstag. Ich habe es mit Ach und Krach nach Märklingen geschafft. Hier ins Industriegebiet. Habe ja auch noch so einen halbwegs guten Parkplatz ergattert. Jetzt geht es mal die letzten, ich glaube es sind immer noch 650 Kilometer oder so bis nach Holland. Dann heute Abend in Holland Pause machen und morgen ausladen. Moment, das muss ich aufschließen. Morgen dann in Zevenbergen. Das Moordijk ausladen. Ich versuche heute noch waschen zu gehen. Das wäre ganz gut. Ich müsste eigentlich bis Koblenz kommen. Wisst ja, beste Waschstraße und so. Koblenz. Und dann kann ich da auch duschen und alles, dies, das und so weiter und so fort. Also Zwischenstation Koblenz. Waschen, duschen, LKW waschen, Freddy waschen und dann geht's. Die letzte Etappe bis hoch in die Niederlande. Heute staut sich mal nicht erst in Pforzheim, sondern schon hier, weil irgendwie hat es da, wo die Baustelle ist, in Pforzheim geknallt. Autobahn ist gesperrt, jetzt müssen wir da hinten über Heilbronn fahren. Und dementsprechend ist natürlich jetzt hier alles überlastet. Ja, und wahrscheinlich reicht es mir deswegen nicht mehr in einer Rutsche bis zur Waschstraße. Durch den Stau komme ich jetzt ja nicht mehr nach Koblenz, da wollte ich ja eigentlich tanken. Jetzt probiere ich mal was hier, die kenne ich nur als IDS-Tankstelle, aber anscheinend geht da auch AS24. Mal gucken, ob das so funktioniert. Alter, was ist denn hier hingebaut, Junge? Stromtankstelle ist ja Wahnsinn. Gut. Ja, hat geklappt, nur AdBlue-Säule war am Arsch. Gut, aber es ist, wie es ist. Jetzt mache ich mal hier kurz frei. Ich bin in Gaubickelheim. So, ich wollte hier kurz duschen gehen, bin hier. Das ist an so einem Sicherheitsparkplatz vor, da kann ich hier 141 Euro für 8 Stunden parken, Junge. 188 für 11 Stunden. Kein Wunder, gibt es den Parkplatz nicht mehr. Junge, was? 48 Stunden, 488 Euro. Also, naja. Halte ich ein bisschen fragwürdig, die Preise. So, jetzt mal gucken, wo hier die Duschen sind. Ich komme ja leider nicht. Ich wollte ja eigentlich beim LKW waschen oder während dem Waschen duschen, aber haut ja nicht mehr hin mit der Lenkzeit. Deswegen jetzt hier duschen, halbe Stunde Pause, dann Waschstraße. Und ja, dann mal gucken, wie weit ich heute noch komme. Ja, das war ganz okay hier, aber ich hätte lieber an der Waschstraße geduscht. Da weiß ich nämlich, was mich erwartet und ich hätte es ja nicht extra bezahlen müssen. Als ich das letzte Mal hier über die Moseltalbrücke gefahren bin, ja, das ist ja hier immer relativ schön, da war noch nichts mit Brückenschäden und so. Jetzt ist hier aber auch nur noch 60 für LKWs und 50 Meter Abstand, weil Brückenschäden. Da frage ich mich natürlich schon, also wenn ich jeden Monat sehe, was ich an Maut bezahle, da frage ich mich schon, wo das ganze Geld hingeht. Scheinbar ja nicht in die Straßen.
sehr, sehr, ja gut, ich sag mal so, ich habe eine Vermutung, wo das ganze Geld hingeht, aber das werde ich nicht öffentlich sagen. Nicht, dass ich noch gecancelt werde danach. Jo, dann gehen wir mal schön waschen. Ist jetzt zwar nicht optimales Wetter, aber die Karre ist wirklich, also die ist sowas von granatenmäßig dreckig, dass mir das sogar jetzt relativ egal ist, dass das hier nicht ganz trocken ist heute. Ja, das ist ja nämlich echt eine Katastrophe. Alter, wie das aussieht. Ich habe schön gewaschen und natürlich kommt der Regen jetzt, ist ja klar. Ja gut, aber der Hauptdreck ist mal unten. Schon mal gut, ja. Nur hier, ich habe irgendwie, also die letzten Wochen echt Pech, was so Stau und Unfall und so betrifft. Jetzt hier schon wieder. Ich hatte ja heute Morgen schon diesen Stau da bei Pforzheim. Jetzt ist hier wieder Unfall und 18 Minuten Verzögerung. Läuft, auf jeden Fall. Geplagt von Stau, könnte man sagen. Gut, ich meine, hier in Niederlande ist mittlerweile ein einziger Stau, weil hier einfach so viele Leute wohnen. Ist ja, ach, ich glaube 17 oder 18 Millionen Einwohner haben die Niederlande und das ist ja so ein kleines Land. Die sind natürlich alle am Autofahren. Auf jeden Fall habe ich mir so einen Autohof rausgesucht. Da brauche ich jetzt noch 40 Minuten hin und ich kann noch 1 Stunde 26 fahren. Aber wenn ich natürlich jetzt 40 Minuten bis zum Autohof fahre, dann fehlt mir eine 10er Lenkzeit. Und die brauche ich eigentlich morgen. Ich lade morgen nämlich in Vlissingen. Das ist praktisch ganz am Meer. So nochmal 100 Kilometer von Moerdijk weg. Und theoretisch reicht es, wenn ich bis auf den Autohof fahre, reicht es morgen ausladen, Vlissingen laden und dann noch nach Hause. Aber gut, ich meine, ich werde sowieso wieder 10 Millionen Kilometer Stunden im Stau stehen. Aber am Freitag kannst du ja immer noch mit dieser Sonderregelung da, wenn du 45 Minuten Pause machst, kannst du ja noch mal 2 Stunden fahren. Dann müsste ich eigentlich morgen, auf jeden Fall morgen spät abends, dann nach Hause kommen. Ja, wir haben Freitagmorgen. Ich bin ja hier noch in den Niederlanden. Ich habe gestern hier noch gegessen. War leider... Ich habe mir ein bisschen was gegönnt. Oder kannst du für 15, zwischen 15 und 20 Euro kannst du hier essen. Und mit dem Essen ist auch gleich das Parken bezahlt. Deswegen habe ich es auch gemacht. Und ja, war ganz okay das Essen. Ja. Nur habe ich am Ende, glaube ich, 30 Euro hingelegt. Weil ich habe mir noch eine kleine Vorspeise gegönnt und so. Muss auch mal sein. Muss auch mal sein. Der Plan für heute ist, noch nach Hause zu kommen. Dafür muss es aber perfekt laufen, weil viel Puffer habe ich natürlich nicht. Also ich habe jetzt noch eine lange Schicht, das ist schon mal gut. Sie erreichen Ihr Ziel um 7:32 Uhr. Ich habe aber keine 10er Lenkzeit mehr, weil ich gestern, dadurch, dass ich ja hierher noch gefahren bin und wegen dem ganzen Stau und so, ich hätte es eigentlich in 9 Stunden geschafft. Aber weil halt überall Stau war, Scheiße, hat es da nicht mehr gereicht und die 10er Lenkzeit könnte ich heute gebrauchen. Aber ich werde jetzt einfach mal gucken. Im Zweifelsfall kannst du ja, wie gesagt, die 2 Stunden am Freitag überziehen. Wenn du noch mal eine Dreiviertelstunde Pause vorher machst, dann werde ich es vielleicht so machen. Wenn ich denn irgendwie, also wenn es wirklich knapp, wenn mir eine halbe Stunde fehlt oder sowas. Naja, also auf jeden Fall lade ich jetzt erstmal ab hier in Moerdijk. Dann die Ladestelle ist in Vlissingen. Ich muss auch wieder die Paletten in den Palettenkasten räumen. Habe mir die Ladestelle in Vlissingen schon durchgelesen. Ja, das scheint einigermaßen vernünftig zu sein. Da habe ich um 10.30 Uhr Zeitfenster. Das heißt, ich lade jetzt 7.30 Uhr. Wenn alles klappt, lade ich da ab. Dann sollte ich um 7:45 leer sein. Dann habe ich ungefähr eine Stunde bis nach Vlissingen. Da bin ich um 8:45 in Vlissingen. Da kann ich die Paletten in den Kasten räumen. Also mich anmelden, Paletten in den Kasten räumen. Und wenn ich die in den Kasten geräumt habe, wenn ich dann Glück habe, sollte ich eigentlich an die Rampe kommen. Und dann muss man auch wohl selber laden, aber das ist mir ja wurscht, solange das zügig geht. Ja, und wenn das alles gut läuft, dann sollte ich eigentlich von Vlissingen bis nach Hause, sind es glaube ich 8,5 Stunden oder sowas. Oder sogar weniger. Die Frage ist natürlich nur, wie viel Stau habe ich? Und ja.
das ist wirklich das Problem. Ich habe mir sogar schon überlegt, ob ich nicht meine England-Strecke zurückfahren will. Das kann ich nämlich von Vlissingen auch. Also durch Belgien, dann Luxemburg und B10, Landau und so weiter. Weil da kann man halt relativ staufrei fahren. Ich habe es ja an die Rampe geschafft. Als ich die Tür gerade aufgemacht habe, habe ich erst ein bisschen Schock gekriegt, weil eine Palette, die war so ein bisschen, also sind ja so Weinkartons und eine hatte halt so Schräglage des Grauens. Und dann dachte ich schon, oh Scheiße, sind mir bestimmt die Flaschen umgeflogen, aber es war nur hinten. Weil hinten hat er die drei Paletten hat er mir lang reingestellt, weil er nicht so geladen hat, wie ich wollte. Ich wollte ja das meiste querstellen und dann, also alles querstellen, damit immer zwei Paletten nebeneinander stehen. Weil wenn die quer sind, dann hast du nicht so einen hohen Hebel. Ne? Also die Wahrscheinlichkeit, dass wenn sie lang sind, dass sie so umkippen, ist halt höher, als wenn sie quer sind. Also die sind, wenn du von der quer an den wackelt, sind die richtig stabil und wenn du lang drückst, dann fangen sie schon an, dann fangen sie schon direkt an zu kippeln. Aber ja, er wollte dann ja nicht so laden wie ich und dann musste ich halt hinten die letzten drei Paletten lang reinstellen. Und natürlich genau die lang drin stehen, da hat es eine, ja, aber der Rest sah gut aus. Also sollte eigentlich nichts passiert sein. Wenn ich jetzt gleich Glück habe, wir haben ja hier so eine Ausfahrt, wo man mit dem Stapler rausfahren kann. Habe ich ihn schon gefragt, ob ich mir nicht die Leerpaletten nachher hier vorne an die Straße stellen kann. Und dann kann ich die so einfach in Kasten rollen, brauche ich sie nicht vortragen. Dann geht es nämlich auch deutlich schneller und ist angenehmer. Ja, es kam natürlich, wie es kommen musste. Jetzt ist die Palette umgefallen beim Abladen. So viele Flaschen sind gar nicht kaputt gegangen. Ich glaube 15 Stück oder so. Ja, es war natürlich genau die Palette, die so ein bisschen schräg war. Hätte er mich einfach geholt, dann hätte ich ihm geholfen, hätte die gehalten. Ja, das hat er dann auch gesagt, dass ich einfach hätte rufen sollen. Naja, jetzt bleibe ich mal da und pass auf, aber die restlichen Paletten sehen eigentlich gut aus. Ich habe mal wieder Glück mit den Paletten. Ich bin jetzt leer, hat mir hier alle rausgestellt. Auf der anderen Seite noch den Rest. Papiere habe ich auch schon. Das heißt, sobald der Kasten voll ist, weil ich muss jetzt auch wegen dieser scheiß umgefallenen Palette, wird es echt ein bisschen wieder knapp, weil ich sollte ja bis 10.30 Uhr spätestens an der Ladestelle sein. Ja, aber ich denke mal, wenn ich Paletten reingeräumt habe, dürfte es gerade noch reichen. Ja, also das Waschen hätte ich mir gestern auch sparen können. Naja, das sieht genauso aus wie davor. Egal. Ich bin fertig hier. Jetzt drüber nach Vlissingen. 10 Uhr. Ah ja, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Ich lade ja Bananen. Die muss ich hier irgendwie im Hafen laden. Jetzt habe ich gedacht, hier ist richtig, weil mich das Google Maps hat mich hier rumgeschickt, aber hier komme ich gar nicht auf das Gelände. Jetzt habe ich da gerade gefragt, ob das hier ist bei diesem ZZ Cold Store da. Die meinten nein. Also jetzt kann ich hier wieder raus, die nächste links und dann wieder links. Dann, das war nämlich die Alternativroute dahin. Ich habe jetzt den richtigen Platz hier gefunden. Jetzt müssen wir schauen, wo hier die Einfahrt ist. Da habe ich mich da an dem Computer angemeldet und da hat er gesagt, nee, er geht erst um 10.30 Uhr. Oh, ist hier irgendwo die Wegbeschreibung? Muss ich jetzt da oben rein oder was? Oh je, das ist gar nicht so einfach hier. Ich muss irgendwie, die hat mir da so ein Ding hingehalten, Office Terminal 5 and 6. Ah, da hinten. So wie ich das verstanden habe, kommen hier teilweise die Schiffe an mit den Bananen und dann wird das direkt hier praktisch vom Schiff verladen. Da steht nämlich auch ein Haufen so Kühlcontainer-Auflieger.
also das läuft hier. Gott sei Dank ist das keine scheiß Ranzbude hier. Ist nur ein bisschen schwierig, halt die richtige Adresse zu finden und so, also wo du da genau hin musst. Aber wenn du weißt, wie und was und wo, ich bin hier in Pforzheim, kämpfe mich die letzten, ja, wie viele Kilometer sind es noch? 70? Ach, sind es 70 Kilometer? Naja, bis nach Hause. Ich denke mal, das war doch jetzt eine ganz coole Folge, oder? Mit Italien, Holland, wieder zurück nach Hause. Am Montag nächste Woche habe ich nur so eine kleine Kurzgedönstour. Mal gucken, wie es dann am Montag weitergeht. Vielleicht wieder Dienstag für Italien laden oder irgendwie sowas. Genau, ihr wisst ja, neulich ein Träumchen. Danke fürs Zuschauen. Vielleicht bin ich jetzt über den Zuschauer nochmal einen anderen Mietwagen gekommen. Da muss ich jetzt mal gucken, ob das am Ende wirklich klappt oder nicht. Es kommt natürlich auch auf die Moneten an. Das wäre aber ein bisschen was Geileres als das, was ich gerade habe. Aber wie gesagt, das müssen wir dann einfach mal sehen, wenn es soweit ist. Ihr wisst ja, Leute, ein Träumchen. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein und bis zur nächsten Folge. Wenn ich es gerade verrufe, dann wieder an einem Sonntag.